Über 12.000 Mitarbeiter hat die Gigafactory von Tesla in Berlin-Brandenburg. Rund 6.000 E-Autos werden hier pro Woche produziert. Es ist die einzige Fabrik in Europa. Aber jetzt sollen 400 Jobs wegfallen, denn es gibt Probleme bei Tesla. In der Gigafactory soll Personal gekürzt werden, um zu sparen. Das Unternehmen tritt massiv auf die Kostenbremse. Wie sehen das die Mitarbeiter? Es gibt einen Abschwung bei den Autoherstellern und auch Teslas Verkäufe gehen runter. Haben Sie Angst, Ihren Job zu verlieren? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Wenn ich diesen Job verliere, kriege ich einen anderen. Ich kann die Firma nicht zwingen, mich zu behalten, wenn sie mich nicht brauchen. Ich habe gestern davon gehört, aber ich kenne nicht die Details. Ja, ich habe gehört, aber trotzdem, ich denke, dass dieser gute Mitarbeiter soll bleiben. So. Mhm. Für mich das ist. Okay, und wenn jemand kann nicht arbeiten, was ich kann machen? Nicht alle Mitarbeiter wollen sich vor der Kamera zeigen. Die meisten sind nicht zufrieden mit der Arbeit. Ja, alle sind hier wegen der Arbeit und befristeter Arbeitsvertrag haben. Du bist wie eine Maschine. Du wirst nur genutzt. Mehr nicht. Weil das wird nur genutzt. Ich hatte von meinem Kumpel das gehört, der wird jetzt 10%. Gestern hatte ich eine Nachricht, 10% von Mitarbeitern wird jetzt gekündigt. Und haben Sie Angst auch? Natürlich, dann habe ich Angst, dass er einfach einen Job verloren hat. Zunächst hieß es, es könnte 10% der Belegschaft treffen. Das wären sogar 1.200 Mitarbeiter gewesen. Die zuständige Gewerkschaft lehnt die Kürzungen ab. Weil wir gegen ein Hire-and-Fire-Prinzip sind. Also Leute einstellen und dann schnell mal wieder rauswerfen bei der ersten kleinen Krise. Es wäre jetzt die Gelegenheit, die Leute zu qualifizieren, die da sind. Und dann auch einen Zeitraum zu überbrücken. Und insgesamt haben wir eine hohe Arbeitsbelastung, gerade in dem Bereich der Fertigung in den unterschiedlichen Abteilungen. Und da würde es den Leuten gut tun, wenn mal ein Mann mehr oder eine Frau mehr zur Verfügung steht, die taktgebundene Arbeit zu machen. Der Börsenkurs von Tesla spiegelt die Krise wider. Der Chef Elon Musk begründet die Stellenstreichungen. Ich hasse nichts mehr, aber es muss getan werden. Es wird uns in die Lage versetzen, schlank, innovativ und hungrig in den nächsten Wachstumszyklus zu gehen. Die Konkurrenz wird stärker. Jahrelang war Tesla Branchenführer, aber die chinesischen E-Auto-Hersteller holen auf, besonders mit preiswerten Modellen. Manche nennen es einen Preiskampf, wobei niemand richtig zurückkämpft. Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Krieg ist, aber Tesla als dominierender Akteur außerhalb Chinas hat den ganzen Markt unterboten, indem sie ihre Preise um ein Drittel gekappt haben und viel Profitmargen verloren haben. Jetzt will Tesla mit hohen Verkaufszahlen profitabler werden, denn die hohen Preise funktionieren nicht mehr. Der Gewinn war zuletzt immer weiter geschrumpft und auch der Börsenkurs brach ein. 2022 besaß der E-Auto-Hersteller kurzzeitig noch einen Börsenwert von über 1 Billion US-Dollar. Der Wert ist seitdem massiv zurückgegangen. Viele Anleger scheuen inzwischen die Papiere. Und genau deshalb ist die Situation eingetreten, wo Investoren die Geduld verlieren. Das Börsengeschehen war ein Desaster in diesem Jahr und Elon steht gewissermaßen vor einer Weggabelung. Viele Mitarbeiter im Tesla-Werk Berlin-Brandenburg bangen um ihre Jobs. Ob die Kunden auf die neuen Preisangebote eingehen werden, wird sich zeigen. Bis dahin muss der Konzern so viel Geld einsparen wie möglich.